Willkommen auf Duftis Kanal. Herz auf Iron 4. Ist ja schon fast ein Klassiker. Ich habe dieses Video jetzt allen gewidmet, die sich diese Simulation noch nicht zugelegt haben, da sie vielleicht befürchten, dass die zu kompliziert ist und man da keinen Einstieg findet. Ich will mal hier zeigen, dass man doch schnell einen Fuß hier in die Simulation reinbekommt und dann auch schnell weiterkommt, ohne jetzt groß Handbücher lesen zu müssen. Wir haben hier den Anfang 36, da haben wir noch Zeit, alles aufzubauen, egal welches Land wir da haben, oder eben 39, wo es dann schon mehr zur Sache geht. Wir starten hier mal am 1. Januar und da einfach halber nehmen wir jetzt hier das Deutsche Reich. Jedes Land hat so seine eigenen Strategien. Das werde ich gleich dann aber auch nochmal zeigen. Auch hier diverse Einstellungen möglich, aber wir starten einfach mal. Jo. Gut, die Karte ist ja schon mal nicht ohne, oder? Also, das ist nach meinem Geschmack. Guck mal, die Erde hört gar nicht auf. Gut, jetzt kümmern wir uns um unser Reich hier. So, ja, wo fange ich jetzt hier an? Da steige ich ja nie durch. Gar kein Problem, hier oben haben wir die Reiter und die klappern wir jetzt einfach mal ab. Hier habe ich also ein Forschungsteam, beziehungsweise vier, die keine Arbeit haben. Und jetzt, wenn man hier draufklickt, ist man sofort im richtigen Menü und kann jetzt hier, ich gebe zu, etliche Reiter durchklicken und da überlegen, was man forschen möchte. Da wir am Anfang ja erstmal überhaupt in Deutschland produzieren müssen, erstmal die Fabriken haben müssen, wir hier noch ziemlich auf Mau sind, ist es für uns jetzt erstmal wichtig, Forschung, Fabriken bauen, damit wir uns entwickeln können. Da geht es jetzt nicht darum, bestimmte Jäger zu entwickeln. Deswegen kann ich bei dieser Forschung jetzt diese ganzen Sachen eigentlich erstmal weglassen. Ich gucke mal bei Industrie, was ich da für Möglichkeiten habe. Bauwesen, Baugeschwindigkeit, kann jeder sich was darunter vorstellen. 10%, das ist doch was. 168 Tage. Ihr seht ja, hier sind die Jahre. Und umso weiter das natürlich in diese Richtung geht und wir dieses Jahr noch nicht haben, umso höher ist dann die Zeit. Hier wäre das 1200 Tage, bis wir da hinkommen würden, würde man das jetzt schon klicken können. Aber wir haben hier noch die Produktion. Einfache Maschinenwerkzeuge, ja, die sollten wir unseren Leuten gönnen. So, und dann sind ja schon zwei Punkte weg. Jetzt gucke ich mal, was kommt als nächstes. Da hätten wir hier Atomforschung, da brauchen wir jetzt schon 1480 Tage nur dafür. Das geht 1940 erst los, wir sind ja 36. Aber hier 84 Tage für Elektrotechnik und die wird ja hier auf jeden Fall immens wichtig. Na, hier können wir damit Feuerleitanlage und etc., Radaranlagen. Also das hier die Rechenmaschinen, Forschungsgeschwindigkeit minus 3%. Also da würde ich schon mal einen reinlegen. Und jetzt, um das einfacher zu machen, jeder kann da wirklich ja seine Strategie machen. Empfehle ich jetzt hier einfach mal diesen Boni, weil das ist gar keine neue Einheit, sondern nur ein Plus. Und damit müssten wir jetzt nichts neu produzieren. Hier wären das alles Sachen, wenn wir die anklicken, das ist auch nochmal ein Upgrade. Aber hier, da sehen wir, das sind dann einzelne Einheiten auch wirklich. Und das haben wir hier nicht. Das sind hier so, ist wie so ein Patch. Also 126 Tage. Und es erklärt sich auch gleich noch, warum ich das dann so mache. Übrigens, das ist jetzt keine Strategie für Multiplayer etc., sondern wer im Einzelspieler hier gemütlich durch möchte, weil es gelten noch andere Regeln, wenn man jetzt Multiplayer zockt, weil da bestimmte Einheiten dann nicht so viel Sinn machen, weil die viel zu viel Ressourcen kosten etc. Aber hier als Einzelspieler muss man sich da eigentlich jetzt so keinen Kopf machen. Das ist ja alles auf normal gestellt. Ja, hier hätten wir unser zweites Icon, freie Zivilfabriken.
Hier können wir jetzt entscheiden, wollen wir Zivilfabriken, das wären jetzt Gebäude, die halt alles bauen, was im Zivilbereich ist, die Schienen, sie bauen selber auch Zivilfabriken, sie bauen auch wiederum Militärfabriken, sie können auch Schiffswerften bauen. Also das ist so die Arbeitskraft, die wir haben. Zurzeit sind 9, die wir besitzen, wie ich das jetzt hier sehe. Ja. Minus 9. Gut, gucken wir mal. Wir weisen mal zu. Ich würde jetzt erstmal meine synthetischen Raffinerien da, die würde ich jetzt erstmal gerne erhöhen, damit ich Gummi und Öl habe. Und dann würde ich das gerne im Landesinnere machen, weil nachher an der Front, da sind die Sachen als erstes zerstört und ich möchte nicht, dass meine Produktion dann gleich so runtergeht. Da sind jetzt schon, ah ja, jetzt verstehe ich. Jetzt sind hier 15 von 15 am Arbeiten. Also 15 Zivilfabriken können jetzt gleichzeitig an dieser Raffinerie bauen. Und jetzt bauen wir aber noch eine hier in Franken. Und da arbeiten noch 7. Nicht? Jetzt sind alle 31 Fabriken 32. Eigene Fabriken 32. Ah ja, die sind jetzt am Arbeiten. Jetzt könnten wir das noch die Prioritäten setzen. Wir können auch sagen, ja, und danach möchte ich ja noch eine bauen. Hier. Und die ist dann hier in der Reihe. Und dann arbeitet er die so ab. Das könnte jetzt erstmal so bleiben. Auf jeden Fall ist das Icon weg. Haben wir die Arbeit also erledigt. Für irgendwas müssen wir uns entscheiden. Treibstoffsilo, da will ich erstmal mehr Treibstoff herstellen. Und Schiffswerften, also höchstens Zivil- oder Militärfabriken würden mehr Sinn machen. Und ich denke dann sogar eher zivil. Aber da muss jeder eben so ein bisschen natürlich seine eigene Strategie finden. Hier sieht man jetzt auch schön, wie weit alles ausgebaut ist, das Netz. Das lässt sich natürlich auch erhöhen, dass wir alles nachher auf 100% haben, wenn man wollte. Es würde gehen. Aber wir klicken das weg und gucken, was kommt als nächstes. Freie Militärfabriken. Na, da werden unsere Klamotten produziert und wir sehen, außer Panzer, die sind hier gelb, wird alles ganz gut produziert. Gut, die Flugzeuge ist klar. Dann haben wir hier noch eine U-Boot-Flotte, Zerstörer, Panzerschiffe. Die sind alle hier noch am Produzieren. Das würde ich jetzt gerne noch mal eben auslassen und schaue mal nach nationalen Schwerpunkt. Und da erklärt sich jetzt gleich meine Strategie. Ich möchte gerne so viel wie möglich einnehmen, ohne jetzt Krieg führen zu müssen. Also Österreich wäre nicht schlecht, ne? Wenn wir hier wieder reinkommen, hier, ohne dass überhaupt irgendwas passiert. Und das wäre das erste Ziel, dass wir hier, das ist auch extra hier so rot markiert, dass wir das wieder zurückgewinnen. Denn da können wir nicht rein mit unseren Einheiten. Angetreten! Ne? Wäre nicht möglich. Ausrücken! Wir können nur bis hier. Nationaler Schwerpunkt und dass wir hier das Rheinland zurückfordern. Und ich hätte alle Voraussetzungen. Oben ist der grüne Haken, Deutsches Reich ist vollkommen unabhängig und mehr möchte er nicht. Klicke ich jetzt hier drauf, habe ich das schon mal erledigt. Im zweiten Zuge würde mir das hier gefallen, aber da fehlen mir 550 Mannstärke im Feld. Und auch für die nächsten Geschichten 750. Das heißt, wir brauchen Manpower, Manpower, ja. Und das heißt, billig erstmal Einheiten produzieren. Hier sind keine in der Grundausbildung, sagt er. Klicken wir hier mal drauf, ja. Und hier wären die Einheiten. Man kann die bearbeiten. Hier ist jetzt auch die Artillerie, warum ich keine neue bauen wollte, weil dann müsste ich da ja wieder neue produzieren. Die haben wir schon, die haben wir jetzt nur gepatcht. In 100 Tagen ist das dann, wenn wir Glück haben, fertig. Und man kann jetzt hier noch Sachen auch zutun, aber das macht jetzt keinen Sinn, weil die sollen ja gar nicht kämpfen. Die kann ich hinterher immer noch verbessern. Ja, die sollen jetzt einfach nur da sein, damit ich die Power habe. Also werde ich die einfach so, wie sie sind, produzieren, ausbilden.
Jetzt müssen wir hier noch festlegen, in welchem Gebiet denn. Lass uns die doch mal aus Brandenburg kommen, so. Und jetzt wie viele? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die brauche ich Minimum. Dann hätte ich noch gerne Kavallerie ausgebildet. Das wird unsere MP. Die kommen dann aus dem Thüringen. Dann mache ich mal so 4 nach Gefühl. Und Panzer finde ich auch nicht schlecht. Die kommen aus Hannover. Und da machen wir dann auch mal 4. So. Da passiert jetzt noch nichts, weil auch die Zeit hier noch angehalten ist. Aber jetzt dürfte er darüber nicht mehr meckern. So, dann kommt nicht zugewiesene Division, das müssen wir auch noch. Und veraltete, da müssen wir auch noch mitleben. So, wenn wir jetzt hier wieder reingehen und mal eben ganz kurz, einfach nur damit er sich mal einkriegt, mal eine Stunde laufen lassen, dann sehen wir, dass sich jetzt die Zahlen verändert haben. Auf einmal braucht er extrem viele Waffen. Und wenn wir mal in unser Lager schauen, Logistik, da sehen wir auch, boah, der zieht hier überall raus. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall mehr herstellen, damit wir nachher in der Ausbildung nachher nicht hängen und hier einfach nicht genügend Ausrüstung da ist und die Leute sind ausgebildet und können nicht dann raus aufs Feld. Das bedeutet, deswegen habe ich da eben mit gewartet, dass wir jetzt wissen, okay, hier müssen wir ein bisschen was zulegen, hier. Da sieht man kaum eine Veränderung. Artillerie, die darf ja auch nicht fehlen. Und Panzer, die sind ja auch zu knapp. So. Gut. Es gibt hier keine Verzögerung. Der zieht sofort an. Das ist schon mal ganz gut, weil wir das hier auch noch nicht erweitert haben alles. Aber jetzt blinkt nichts mehr. Wenn ich hier einen wegnehme, dann wird es wieder blinken und jetzt kann ich entscheiden, wo ich welchen Punkt hingebe. Und ich habe jetzt einfach die Prioritäten auf die Einheiten gesetzt, die wir jetzt produzieren müssen. Das ist eine gezogene Artillerie und wir brauchen die Zusatzausrüstung und Infanterieausrüstung. Insgesamt fehlt uns dann 5 Gummi pro Runde. Dann gehen wir doch mal hier, da steht es auch, nicht genügend Ressourcen, gehen wir da doch mal hin. Da geht er schon gleich auf Gummi und zeigt uns an, hier, da fehlen 5. Wer bietet das denn an? Und hier nach der Menge sortiert Niederländisch-Indien. Die haben 275 von 275 und haben auch 10 Konvois. Na, dann möchten wir da mal, geht auch automatisch hier eine Zivilfabrik, geben wir her, damit, womit wir überhaupt produzieren, unser Motor, und kaufen dafür 8 Gummi. Das senden wir. Und wenn wir es kurz laufen lassen, da ist es auch weg. So, jetzt haben wir schon hier ganz schön viele Sachen erledigt. Veraltete Ausrüstung, da kommen wir jetzt zu. Ich möchte die nicht jetzt abbrechen. Die sind ja fast fertig, auch wenn die jetzt veraltet sind. Aber ich setze die alle runter auf ein. Ich möchte nur noch, dass einer produziert wird. Und danach läuft das dann aus. Nur ich möchte hier nichts verschenken. So, die sind alle veraltet. Der wird sowieso nur einmal gebaut. Der 4-mal. Ich möchte das selber entscheiden, was wir gleich bauen. Und dann einmal und dann gucken wir selber. Und auch hier 1 reicht. Jetzt kann man noch sehen, wir haben hier noch 2 Punkte. Die sind natürlich jetzt, wären die nicht schlecht, wenn wir die auch nutzen würden. Aber überall ist wirklich nur einer drinne. Da kann man jetzt kaum hin und her schieben. Die sind dann hier nicht mal am Laufen. Gut, dann ist das jetzt erstmal so. Ja, hier sind auch jetzt schicke Sachen dazugekommen mit der Erweiterung, mit dem Treibstoff. Finde ich auch sehr gut gemacht eigentlich. Man muss immer Kompromisse eingehen, aber dass das jetzt überhaupt eine Rolle spielt, das finde ich schon auch schön. Aber jetzt haben wir nur noch veraltete Ausrüstung, wo ich gesagt habe, da müssen wir leben mit. Dann klicke ich die jetzt selber mit rechts weg
Und jetzt haben wir noch nicht zugewiesene Divisionen. Und das beenden wir jetzt auch mal eben. Hier haben wir so einen Reitertrupp. Den schicke ich jetzt hier zum Hafen. Ausrücken! Und der soll dann im nächsten Zug, da halte ich die Shift-Taste gedrückt, dann hier rüber. Und was habe ich gesagt, wo werden die Ritter geboren hier, die Reiter Nürnberg? Na, wir schicken ihn da dann mal hin. So. Er hat einen langen Weg vor sich jetzt. Wir lassen das auch laufen. Das spielt jetzt keine Rolle. So, dann haben wir hier aber noch zwei Einheiten. Die muss man jetzt nicht zusammenführen. Ich brauche euch das jetzt nochmal so ein bisschen sortieren. Diese drei, oder wir machen es hier noch einfacher. Der will ich jetzt auch, ich will die auch alle sammeln. Die schicken wir jetzt alle zur Weser Enns. Mit Rechtsklick einfach. Ich sehe hier, ist eine Einheit. Dann haben wir hier noch irgendwo Schiffe. Meint ihr, da hätten wir noch welche? Ah ja, hier. Da sind noch welche. Ne, weil der Kreis, da sieht man, da ist ein Pol drum und da sind die dann auch aufgelistet. Klicken wir an. Ja, die sollen alle auch da mit rüber. So, dann haben wir die Schiffe auch alle rübergeschickt. Zur Weser Ems. Und hier klicken wir die mal alle an eben. Einmal alle umzingeln. Schmeißen wir den raus. Und hier werden wir jetzt unseren ersten Kommandanten einrichten. Da nehmen wir mal. Die haben auch alle ihre Stärken, Schwächen. Ne? Das ist ganz schick. Wir halten uns da jetzt nicht groß mit auf. Ja. Den setzen wir rein. So, jetzt sind die immer noch hier. Ist noch so ein blödes Ausrufezeichen drum. Jetzt können wir aber diesem Trupp, diesen dreien Befehle geben. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, einmal eine Übung, dann sind die ordentlich am Fighten, verbrauchen Munition und Manpower, aber kriegen dann gleich auch natürlich ihre Ausbildung dazu. Und die Punkte kann man hier dann auch verfolgen, wie weit die jetzt ihre Erfahrungsstufe ist. Aber wir wollen ja nur produzieren und die jetzt schon mal einrichten. Und hier steht Frontlinie. Klicke ich hier drauf, dann sehe ich die Linie, die Frontlinie. Und jetzt fange ich hier an, halt die rechte Maustaste gedrückt. Ja, weiter geht's nicht. So, und jetzt werden die den besten Platz suchen, um dann diese Front zu halten mit ihren drei Mann. Dann gehe ich auf Angriffslinie und da bin ich jetzt ganz großzügig. Da sage ich dann zum Beispiel, ja hier, so da, das wäre schon schick. Obwohl, das geht auch anders. Fällt mir gerade ein. Den machen wir mal wieder weg. Weil falls nachher, dann machen wir lieber noch einen zweiten. So. Das ist jetzt rot und Dings, weil funktioniert ja alles nicht, sind viel zu wenig Leute. Das interessiert mich jetzt aber nicht, weil ich will jetzt erstmal alle unter einen Befehl setzen. Und jetzt haben die den Befehl. Und wenn ich jetzt meine, okay, da brauchen wir aber noch ein paar Leute mehr. Hier hätten wir ja schon mal noch zwei. Dann nehmen wir nur die beiden, klicken hier einmal rechts drauf und schon machen die sich auf den Weg. Müssen wir uns um nichts kümmern. Und irgendwann, wenn die Frontlinie dann auch gut besetzt ist, dann ist auch alles grün. Nicht? Und dann ist das auch, dann macht das auch Sinn. Hier haben wir auch noch mal zwei, die schicken wir da auch noch hin. Sind wir schon sieben. Und so räumen wir jetzt hier erstmal so ein bisschen auf. Zehn. So, was haben wir hier noch für einen Stapel? Bereit zum Ausrücken. Alles dieselben. Das wären noch mal acht Mann.
20 würde ich da schon gerne postieren. Also können wir die da auch komplett hochschicken. Komm. Zack, die sind da auch auf dem Weg. Die Einheit hier, Gebirgsjäger, die lassen wir mal da unten. Achtung! Dann haben wir hier noch 4. Davon nehmen wir einen weg. Und dann haben wir hier unsere 20 voll. Befehle! Und der zieht jetzt mal nach oben. Befehle! Der hat auch noch keinen Job. Bereit zum Ausrücken! So. So haben wir das schon mal ein bisschen sortiert. Jetzt, bereit zum Ausrücken. Damit der hier nicht auch nervt, dann gebe ich jetzt auch mal hier einem Kollegen mit den Rommel. Und jetzt hätte ich hier auch ein Ausrufezeichen. Um das jetzt wegzubekommen, brauche ich den jetzt nicht an die Front setzen. Es reicht auch dann zu sagen, Gebiet garnisieren. Ja, wo machen wir das? Braucht die in der Nähe hier so diesen Bezirk, da sollen die jetzt alles sichern. Was sollen die sichern? Den Marinestützpunkt, Küsten, Luftwaffe. Ja, das lasse ich trotzdem drin. Versuchen Widerstand, das brauchen die gar nicht. Und Befestigung, falls vorhanden. Und dann war es das. Und jetzt sind die auf dem Weg und auch ohne Ausrufezeichen. Und wenn wir das jetzt bei den restlichen auch noch machen, dann ist hier bei uns nicht zugewiesene Division dann auch nicht mehr vorhanden. Wir haben das jetzt einmal noch hier unten. Sind noch Ihre Befehle. 2 Einheiten ohne Job. Ausrücken. Da können wir dann schon gleich einen neuen Kollegen dazu nehmen. Und dann würde ich sagen, da machen wir, genau, das machen wir einfacher. Die kommen dann gleich an die Front. Ausrücken! Und da kann der Kollege dann Ihre auch Befehle. Hin. Dann braucht er gar nicht wieder zurück. Ausrücken! Der sollte auch sich nur wegbewegen. Den hauen wir da auch schon hin. Angetreten! Achtung! Den LKW und die, genau. Gebirgsjäger, weiß ich gar nicht, haben wir Gebirgsjäger? Felix, komm her. Du machst das. Gebiet, garnisieren. Zack. Zack. Dann ist der auch erledigt. Dann haben wir hier oben noch ein LKW gleich. Ihre Befehle? Schicken wir mal da hoch. SS-Verfügungstyp. Kriegt der Paulus von mir. So, der soll da ein bisschen Wache schieben. Bereit. Dann haben wir die noch. Das wird eine Kavallerie. Und da meine ich, hätte ich auch Kavallerieoffizier. Das finde ich doch ganz schick, das passt doch. So, und der wird sich hier um die Ecken hier unten kümmern. Und da macht das auch Sinn. Fängt er da gleich mal an. So. Jetzt haben die noch nicht wirklich einen Auftrag. Weil hier werden sich die Grenzen ja auch jetzt noch verschieben. Aber wir können die ja schon mal... die kann man hier dann auch nicht einzeichnen. Dann machen wir hier auch erstmal einen Sicherheitspuffer. So, da sind jetzt auch alle hin unterwegs.
Und jetzt gibt es keine Garnison mehr, die rummeckert. Nur vom Prinzip, dass man das eben sieht. Jetzt fällt einem natürlich auch sofort auf, wenn neue produziert werden, neue Einheiten, weil dann ist da ja wieder jemand ohne Auftrag. Deswegen ist es ganz gut, wenn man denen allen einen Job gibt. Und hier sieht man, haben die sich jetzt auch schon schick verteilt. Und jetzt ist der Plan auch gar nicht mehr so bescheuert wie vorhin gedacht. Ne? Die sind jetzt zwar noch in Bewegung, aber wenn wir jetzt auf Plan gehen, unterlegener Gegner 66%, 67%, das wird jetzt immer besser. Als nächstes müsste man hier die Front dann auch nochmal sichern und dann nachher hier, die Front ist natürlich auch nicht ohne. Gut. Und hier produzieren wir fleißig, da hapert es noch, nicht genügend Ausrüstung für die Ausbildung. Und hier auch. Und das ist natürlich jetzt hier, müssen wir jetzt erstmal produzieren. Ich möchte hier ein bisschen gedeckelt sein und dann gucken wir, dass wir vielleicht noch ein paar Zivilfabriken hochziehen. Wenn sich das jetzt hier gelichtet hat, dann wissen wir auch, was wir hier mal genau alles jetzt produzieren wollen. Vor allem hier muss ich das so ein bisschen jetzt demnächst dann fangen. Aber wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Die haben wir auch alle zusammengezogen. Die würde ich jetzt beim nächsten Mal so ein bisschen sortieren, dass wir hier auch einen Überblick bekommen, was wir für Einheiten haben. Ich mache da dann einfach nur so 3 Trupps draus, dann ist das übersichtlicher und macht jetzt auch erstmal mehr Sinn, wie wir das alles dann auch verteilen. Kann ich dann schön zeigen. Ich denke mal, hier sieht man doch schon, dass das gar nicht so kompliziert jetzt war, um erstmal hier einen kleinen Einstieg zu kriegen. Und so kann man sich hier Stück für Stück wirklich rantrauen. Und das Detail, auch dass hier so ein bisschen Multimedia bedient wird, ne, und man nicht nur einfach Excel-Tabellen hat, finde ich schon sehr schick gemacht. Ich hoffe, als erster Einstieg war das erstmal was. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich besonders nochmal, dass doch immer wieder Leute Abos da lassen. Und ja, viel Spaß beim Simulieren, ne? Tschüss.